Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together League of Legends. Ich vergesse immer wieder den Namen. Ja, hier zurück mit meinem guten Kumpel Jonas. Hallo. Ja, und ich natürlich, Gravebags. Und wir werden, ja, wieder Leute zocken. Hoffentlich gewinnen. Und das ist jetzt unser erstes Real Game, also gegen echte Leute. Okay, erstmal unser Team. Ich als Ryze. Mit Ash, du musst einkaufen. Ah, jetzt hab ich's vergessen, scheiße. Geh zurück, weg, schnell. Okay. Was mach ich denn da? Zurückgehen, ja gut, was einkaufen. Also ich mit Ash Bot. Wir haben Evelyn Top. Warwick im Jungle, ob er das hinkriegt, ist eine Frage. Und ein Brand, der auf AFK scheint, der mitgehen soll. So, ach, das wird lustig. Nur zur Info, da wir jetzt, also wir haben jetzt neue Charaktere, das sind jetzt keine, die frei spielen geworden gerade, wir haben jetzt neue Charaktere, wir haben ein bisschen gespielt, nebenbei, ohne Aufnahme, weil es einfach langweilig war und ich jetzt nicht zu viel meinen PC volllasten wollte. Ja, ich habe mir Ash gekauft und er hat sich Ryze gekauft, ja. Beide 450 und mit denen werden wir jetzt eigentlich auch schon die meiste Zeit, denke ich mal, spielen. Ja, denke ich mal auch. Ich bin jetzt auch mit Ash ganz gut. Würde ich doch mal sagen. Und Brand trollt hier rum, wie es scheint. Nein, doch nicht, der geht mit. Trollt? Kannst jetzt da reinlegen, oder? Ja, ich wollte das Wort einfach sagen, es ist ein lustiges Wort. Ja. Ach, wir werden unser Gegnerteam mit... Ash fight. Ach ja, wenn du aus dem Busch aus angreifst, können die Gegner dich auch sehen. Ja, ich weiß. Das weiß ich noch von meinen ersten Plays. Warte, ich muss schnell was bei mir einstellen, damit ich schnell zaubere. So, perfekt. Okay, wir haben... Wo ist unser anderer, gegen den wir eigentlich spielen müssen? Komm, keine Ahnung. Der scheint weg zu sein. Vielleicht auch kaum. Oder so ein Noob, wie wir... Wie wir beim ersten Let's Play hatten. Vom ersten Teil. Der erste Teil ist ja mittlerweile schon online. Ich hoffe, er gefällt euch. Falls nicht, schreibt, was euch nicht gefällt und wir versuchen zu ändern. An der guck mal, FPS. Wie ich den gefickt hab. Ja. An der FPS-Rate kann ich leider nichts verändern. Ey, der ist guck mal, ich hab ihn gesehen. Ja, ich hab ihn auch gerade gesehen. Guck mal! Also ich bin Schadenreinzimmerer. Deswegen habe ich mir den auch als erstes geholt, weil Ryze einfach nur geil ist. Weil man braucht bei ihm keine Fähigkeitsstärke, man kann einfach full auf Mana spielen und Abklingzeit. Ist einfach geil. Oh. Gut, erstes Blut ist an die Gegner gegangen. Jetzt müssen wir unsere Lane hier machen. Mit Ignite hätten wir ihn bekommen. Aber wir sind ja noch Bestörerstufe 5. Ja. Okay, nächster beim Tower greifen wir ihn an. Okay. Sagt ihr denn Bescheid? Okay. Ach, der hält sich jetzt auch zurück. Dann machen wir halt den Tower ein bisschen. Der steht da. Und zurückziehen. Da die Gegner keinen Jungler haben, werden wir auch bestimmt nicht gegankt. Also wird niemand unerwartet aus dem Gebüsch hier stürmen und uns angreifen. Na. Mit den Neubegriffen habe ich es noch nicht so, also deswegen. Ja. Beim Ganken sind, wenn man hier von seiner Lane geht und woanders halt hilft. Ah, okay. Ah, Evelyn. Da war unser Jungler, der Evelyn gegankt hat. Warwick. Unser Werwolf. Ja. Schon bei Twilight. So cool, war. Ja. Nein, also, nicht die Vasallen tanken. Achso, wir haben Montag 17:30 Uhr, falls sich welche fragen, wann wir spielen. Wir werden ungefähr immer so 17, 18 Uhr spielen. Und die Folgen werde ich dann am nächsten Tag hochladen. Über Nacht rendere ich sie, weil es tagsüber zu lange dauert und ich auch noch mit Schule zu tun habe. Ja. Ich gehe mal kurz weg. Ja, mach das. Hübsch. Am meisten unser, wir haben hier eine Doppellane, wir gegen einen einzigen, was uns einen guten Vorteil verschafft. Ja, und viele Kills jetzt gegeneinander. Werden wir sehen. Einverstanden.
Oh, ah, das war der Turm. Der Turm hinten. Da ich nie drauf da ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Furchtbar leid. Ich komme gleich geportet zu dir. I love Jungle. Ach ja. Aber unser Malphite haben wir auch nicht zugesetzt, aber der hat fast wieder volles Leben. Ist schon krass. Ja. Zur Info, liebe Zuschauer, wir haben vielleicht bald ein paar weitere Let's Player hier mit bei. Freunde aus China, um genau zu sein. Aber falls die verkacken, ist das nicht unsere Schuld, wir wussten es nicht, wenn denn. Genau. Oh, SS? Nee, doch nicht. Ja, SS heißt außerdem, wenn... SS bedeutet, dass der von der Lane weg ist. Und nicht Sturmstaffel. Wie manche vielleicht denken können, ja. Oh, gleich werden wir Kog'Maw killen. Queen! Oh ja, scheiße, du hast Low Life. Vielleicht werden wir Kog'Maw killen, wenn er da noch weiterhin steht und ich shoot. Ich gehe dann mal weg, wa? Ja, da steht der Alter, komm! Oh nee, der! Komm schon! Warte! Ach, schade. Ein AFK gekillt. Das war fies. Ich bin auch gerade. Ja. Das war fies von mir, aber man muss jede Chance nutzen. Ja, sehe ich auch so. Er steht 6-3 für uns, das ist mal really nice. Really nice. Nice. Passt auf, Leute, auf seine Aussprache. Er ist nicht gerade der Beste in Englisch. Ach, ich. Hört mal, ich kann mich ja porten. Du Cheater, ey. Hahaha. Hast du dir so gekauft? Ah, bei den Schienen. Ja. Das erste, das zweite, was ich mir holte. Nachher hole ich mir dann wieder diese elektrischen Dinger, Monster. Ein sehr effektives Item mit Ash. Oder generell mit AD Carries. Mhm. AD Carries sind die Damage Dealer im Team. Anstatt dazu einfach DD sagt Damage Dealer. Sagt man dann eher. Nee, guck mal, es gibt die mit normalen Angriff den Damage dealen und halt die mit Fähigkeitsstärke Damage dealen. Bin ich zum Beispiel. Achso. Jetzt aber schnell. Mit unserer kleinen Vasallenarmee hier. Ein Verbündeter wurde getötet. Ach, dammit. Durch den Turm, würde ich sagen. Ein bisschen. Jetzt kommt Katus Ulti. Bam! Die bringt aber noch nicht viel, oder? Gegen uns jetzt? Oh, wenn du mit Low, also wenn du mit Low Life irgendwo stehst und die kommt angeflogen, dann ist es echt eklig. Ja. Weil auch wenn er tot ist, kann er noch eine Zeit lang zaubern und ist die echt fies. Ich heile dich mal. Ich bin mal so nett. Wir haben fast den zweiten Tower hier down. Ja, und so werden wir das Ding auch höchstwahrscheinlich gewinnen. Einverstanden. Bam, 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 bam. Hallo, Saufi! Dafür gebe ich... Oh, da kommt Brand. Oh, verdammt. Jetzt bist du am Arsch. Ja, ich glaube auch. Verdammt. Ich glaube, der... Boah, Evelyn. Das muss man zensieren, glaube ich. Ja, kann man ja auch, aber die hat es mich halt ausgestellt. Boah, hart, ey. For the win, Evelyn. Ey, reimt sich. Ein kleiner Reim. So muss es sein. Jetzt fängst du an, hier poetisch zu werden. Ja, ich bin der Poet pur hier. Aber Malphite haben wir eindeutig unterschätzt. Ja,
würde ich auch sagen. Und Jonas, wir sollten mal ein Special machen. Wenn ich mal bei dir penne, wegen unserem Fortwork, ja. Dann sollten wir vielleicht so ein Special machen. Du hast ja auch, glaube ich, eine Cam, wa? Was? Du hast auch so eine Cam, so eine... Damit sie ja. Damit man sich aufnehmen kann. Und dann sollte man es vielleicht noch nebenbei aufnehmen, neben Zocken. Das wäre auch mal nice. Die Leute das sehen wollen? Na klar, habe ich eine Cam. Falls man Mädchen hier ist, dann braucht man halt was, um es aufzunehmen. Oh, das war fies. Das war geschmackslos. Oh, ich weiß. Entschuldigung, Leute. Ich bin halt so, das müsst ihr akzeptieren. Das ist nur ein kleiner Scherz. So ein Insider-Witz, was wir lecken uns immer in der Schule so hoch. Du hast gerade lecken gesagt. Necken. Ich hab lecken verstanden. Ja, wir lecken. Oh, der ist eindeutig ein Pro, Alter. Wer? Ja. Hier, unser Malfight, der hat sich auch ein zweiter Account erstellt. So merkt man, wie der spielt und alles. Ja, der spielt sehr defensiv. Ja, und am meisten auch die Items, die jetzt hat, schon voll auf Tank gegangen. Ich merk schon. Trotzdem gegen zwei super Pros hat er keine Chance. Ja. Wir müssen aufpassen, weil guck mal, in der Mitte ist Brand, der geht auch schon nicht mehr da, nicht dass der zu uns kommt und überrascht. Ich bin wieder wegbasht hier. Ja, weißt du, das ist gar nicht gecheckt, kann das sein? Nee, ich hab nur auf diesen Malefight oder wie heißt geachtet. Malefight. Malefight. Oder Malfeed. Wenn ich irgendeine falsche Aussprache habt, bitte korrigiert mich. Brushel hab. Brushel hab. Ah, verdammt, verpiss dich, geh weg. Ich komm jetzt. Oh, Alter. Ah, verdammt, jetzt hab ich den nicht getroffen. Uiuiui. Benutzt Ghost oder so? Ha, ich ja nicht. Kill ihn, aua. Er kommt mir nicht, keine Sorge. Gut. Boom. Das war gut. Ja, aber ja, ohne hier seine Mastery ist Ryze echt noch ganz schön low, muss man sagen. Weil man halt durch Mastery Cooldown, Mana und alles bekommt und das ist mit ihm, finde ich, schon sehr wichtig. Ja, kann schon ganz gut sein. Und außerdem, wenn wir höhere Level kommen, bekommen wir auch besser im Team und das ist dann auch richtig gut eigentlich. Aber unser Warwick 5-1-2. Nice. Ist schon mal nicht schlecht, muss man sagen. Ja, und ich habe mich mal ganz mies geportet hier. Oh, du Cheater, jetzt guck dir diese Aktion an. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder diese Malefight und killt mich. Ja, wusste ich so. So, jetzt müssen wir einfach ganz schnell die Vasallen wegmachen, damit wir den Tower angreifen können. Meistens, da er dich noch gekillt hat. Los, den Tower ist im Arsch. Er dich gekillt hat, also der hat ja schon 4 Kills, 3. Und das ist... Oh! Oh, verdammt, Brand. I'm sorry for that. I must go now. Ah, lass mich in Ruhe. Geh weg. Verdammt. Oh. Scheiße. Ich bin hier gerade vom Malfight weg. Leute, rettet mich! Ich bin so ein Noobie. Oh, verdammt, Leute! Leute, ihr könnt mich nicht allein lassen. Wollt ihr mich verarschen? Oh, what the fuck, Team! Team schaffen sich immer mit dem anderen. Ach, das scheißegal, wenn ich drauf gehe, Leute. Oh, das ich bin auch drauf gegangen, also. Ah, das war echt fies. Ich meine, die ignorieren Malfight eigentlich und greifen. Ach, nee. Wäre ich doch nicht zurückgegangen. Das ist Jamel, Kogmaf ist da. Useless. Ich muss das aber machen. Oh, der ist Level 3, Alter. Ja, hab ich auch nicht bekommen. Das ist also sehr unterlegen. Und es ging jedenfalls. Ich bin schon Level 9 und du bist schon Level 9. Ach, nee, ich bin Level 8. Umgekehrt, du bist 8, ja. Bei 2-0-3-0. Ich bin 0-3-0, ja, also. Ja, auf unserer Lane ist, muss man auch sagen, nicht sehr viel los. Und Malfight hat so eine fette Rüstung gegen den
Macht den einfach keinen Damage. Ja, und dann verlangsamt er mich und dann kommt noch ein Brand dazu. Oh, ich glaube, wir sollten uns langsam aufpassen, weil vier sind mit. Und wir pushen hier schön. Ja, die kommen alle zu uns. Abhauen, abhauen, abhauen. Wollt ihr auch was davon? Ich hab es nicht in den Busch. Oh, wie lange braucht denn Brand für den Blue Buff? The fuck? Oh, ich helf mal kurz Mitte aus. Komm mit! Okay. Wie steht der gegnerische Brand? 4-5. Idiots, me help idiots. Nett. Einer. Verdammt, nein! Du Sau! Schreibt man nicht nochmal? Grave Flex. Ach verdammt. Ich meine, denke ich, Ash, gerade einen blöden Kommentar machen, aber ich lasse es lieber. Na, oh, jetzt werden wir die... Oder die werden uns rannehmen. Ja, wir müssen als erstes jedenfalls Kog'Maw killen. Und Warwick sollte vorgehen. Und los! Wir müssen schnell weiter. Wo bist du? Hier! Help me! Jetzt ihn! Verdammt! Und. Ah, nein! Alter. Der ist im Arsch. Ich glaube, der will der hin? Der überlebt der nicht. Ach, der geht jetzt am besten zum nächsten Tower. Okay, Leute, tut uns leid, dass wir hier so ein bisschen verkacken, aber... Besonders ich. Naja, das ist unser erstes Rematch. Also daher. Würde ich mal sagen, es entschuldigt ein bisschen was. Ja, besonders mich. Weil unser Freund Jonas hier eigentlich schon das höchste Level hier ist. Wir müssen schnell weiter. Unser Account ist auch erst Level 5 und? Ja, klar. Ja, ich weiß. Ich bin Level 30. Oh, der will uns ein Tor machen. Kriegt er nicht hin. Na, rennt er wieder weg. Wieso? Und da kommt Warwick von der anderen Seite. Wollte der uns verarschen oder was? Da beweise ich mal wieder, dass ich ein bisschen kann. Mhm. Ja gut, Warwick hat eigentlich die Hauptsache gemacht, aber... Wem interessiert's? Genau. Hab den Kill eingestaubt. Oh. Kannst du eigentlich machen, wenn wir glauben, dass uns jemand gankt? Stimmt. Ich hab das jetzt erst geupdatet, also deswegen. Achso, dein erstes Mal. Ja, mein erstes Was Mal. Was willst du denn eigentlich? Was willst du denn eigentlich? Mitkomm. Salbe. Ja, genau. Gib dir mal Red Buff. Ein roter Buff, mein Gehör. Oh. Schnell. Voodoo. Auf ihn! Er macht mir nichts. Dann Cooldown! Und das war Scheiße! Nein! Du bist am Arsch! Verdammt, fick dich, geh weg! Dann zu Warwick! Da lang, hier lang, hier lang! Oh ne, Warwick hat auch low life. Verdammt! Oh. Da fielen wir mal weiter rum. Kann ich doch nicht für, wenn der auf immer kommt. Ich hab den nicht gesehen. Würde ich jetzt auch sagen. Ja, komm. Ja. Yeah. Ich brauche eindeutig ein bisschen mehr Cooldown. dieser Brand gibt noch einen Keks. Glückskeks? Ja, auch einen Glückskeks. Ja, nicht nur für den Glückskeks. Oh ja, ich kann mir ein Schuh-Upgrade holen. Einverstanden. Ja, liebe Leute, Schuh-Upgrades sind wichtig.
Ja, das versucht er mir einzubläuen. Wo portest du dich denn hin? Hier hin, um Kill abzustauben. Ah, ich komme auch. Am meisten, wie low-life ich mit Nasus hier fightet habe, kann das sein? Ja. Und ich trotzdem ihn runtergehauen habe wie Butter? Butter. Lecker. Bam. Wir müssen schnell weiter. Oh nein, er hat mich geslowt. Nein. Brand. Verdammt! Boah, ich sehe gar nichts. Ja, ich habe auch gerade nicht durchgeguckt. Aber Evelyn... Na gut, Evelyn ist auch ein OP-Champ. OP heißt overpowered. Mhm. Die wird ja auch runtergesetzt. Achso. Im nächsten Update. Ja, weil die einfach zu hart ist, ey. So, weggebeamt hier. Wieder in unserer Base. Boah, Warwick! Ich kann immer hinzu. Wollt ihr auch was davon? Und BAM! Yeah. Das war ein mies, ey. Ja, wir haben gewonnen. Chichi! Wir haben gewonnen? Ja, da. Ah. Der Gegner hat mit einer 3-1 Aufgabe. Jawoll! Unser erstes Match gewonnen! Yeah! Und ich hab trotzdem so verkackt. Wir haben gewonnen, das zählt nur. Okay, Leute. Das war's mit der zweiten Folge von Let's Play Leech of Legends. Ich denke mal, wir werden noch eine Folge jetzt aufnehmen. Vielleicht wieder Korruptives, vielleicht wieder Mühl. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und have fun.